Hallo Leute, erster Mittwoch im Februar und damit Zeit für einen weiteren Macher am Mittwoch. Der Kanal, um den es heute geht, macht kein Tabletop, sondern Modell- und Dioramenbau. Zu Hause in der Eifel und mit Modellbauprojekten beschäftigt, wann immer er kann, ist der Joachim mit seinem Kanal Diorama Modellbau. Vornehmlich im Maßstab 1:72 stellt Joachim seit September 2018 seine Projekte für uns online. Den Anfang machte damals eine Krupp-Protze der Wehrmacht. Seit diesem Video ist viel passiert und mit fast 130 Videos, in denen ganz unterschiedliche Fahrzeuge und Waffen zu sehen sind, muss Joachim eine ganz schöne Sammlung in seinen Vitrinen und Regalen haben. Oft sind die Modelle auf einem schlichten Drehteller für uns zu bewundern. Aber es geht auch anders. Besonders gut gefallen mir da nämlich die Dioramen, die der Joachim macht. Sei es nun der Waldweg oder die Pack 43 mit Zugmaschine in Feuerstellung. Da ist so viel Liebe zum Detail vorhanden und so viele Kleinigkeiten zu entdecken, das finde ich schon echt gut. Richtig toll sind auch die Dioramen mit dem Steyr Krupp-Waffenträger und den Soldaten oder der Verbandsplatz für die Amerikaner. Wirklich ganz schön in Szene gesetzte Modelle. Entdeckt habe ich den Kanal aber erst durch die Group Builds, an denen Joachim immer wieder mitwirkt. Da wird ein Thema gesucht und dann hat man 3 Monate Zeit, um aus den Bereichen Modellbau oder Tabletop etwas Passendes zu zaubern. Da machen Leute aus allen Teilen der Welt mit und es ist einfach schön, diesen Leuten bei ihren Projekten über die Schulter zu schauen. Unter den Videos von Joachim tummeln sich sowohl deutsche als auch englische Kommentatoren. Und das finde ich sehr gut und würde das mir auch ein bisschen mehr für unsere Tabletop-Gemeinschaft wünschen. So, nun aber genug der lobenden Worte und rüber mit euch zu Diorama Modellbau. Und ihr werdet sehen, dass ich noch untertrieben habe. Den Link dorthin findet ihr natürlich in der Videobeschreibung. Genauso wie den Link zu Wielands Schmiede, der mir die Bilder für das Logo geschickt hat. Vielen Dank, lieber Wieland. Nächste Woche besuchen wir einen Kanal aus Österreich. Ihr könnt also schon gespannt sein. Bis nächste Woche bei den Machern am Mittwoch. Tschüss!